Der erste Akt ist heute, die Heizung anzumachen. Beim Morgenspaziergang kommt dann doch ab und an die Sonne zum Vorschein. Wir steuern zuerst einmal Altenberg und dann Glashütte an. Die erzgebirgische Landschaft gefällt uns ausgesprochen gut. Endlich komme ich auch zum Einkaufen. Heute haben wir was zum Feiern. Wir sind 22 Jahre verheiratet. Mich der erzgebirgischen Ruhe angleichend, wird es ein langer Einkauf. Dann geht es Richtung Pirna, Königstein, Bad Schandau. Wir suchen ziemlich die Gegend nach den ach so tollen Gebirge ab. Es ist nicht wirklich sichtbar. Die Festung Königstein sieht vor allem von der Weite bedeutend aus. Doch nahe der Elbe fahren, können wir die Gebirgsspitzen nicht sehen. Stehen bleiben? Unmöglich. Wir bleiben einfach an der Elbe und sind schwupps in Tschechien. Wieder. Und da gab es ihn, den einzigen Parkplatz und dann noch leer mit schöner Aussicht. Nun können wir endlich frühstücken und genießen. Ach, geschafft! Wir haben doch noch einen schönen Platz gefunden, direkt an der Elbe und jetzt auf tschechischer Seite wieder. Vorher war es unmöglich, einen Parkplatz zu bekommen, aber schlecht ist es ja hier nicht. Guter Ausblick. Auf einem Schiffel ist das Ganze sicher auch ganz entspannt. Bei einem Glas Wein. Wir sind dennoch froh, nicht allzu viel Vorfreude auf die Sächsische Schweiz investiert zu haben. Hier in Tschechien fahren wir ja immer noch in einer teilweise spektakulären Landschaft herum. Felsen werden hier einfach in die Wohnlandschaft integriert. Da gibt es Keller, dort ist das Haus direkt am Fels, mal steht ein Haus ganz oben am Spitz. Die Felsen sind teilweise extrem löchrig, doch der angepeilte Campingplatz war eine Enttäuschung. Wir drehen um und pfeifen drauf. Jetzt sind wir, Überraschung, drinnen. Es war ziemlich spannend. Eigentlich wollten wir ja jetzt einen Campingplatz anfahren, aber für einen Stellplatz auf einer Wiese wollte der 32 Euro. Umgerechnet hat man dann, es wären 25 Euro gewesen, aber er hat gemeint, man kann in Euro zahlen und dann sind es halt 32. Und da haben wir nichts von dieser coolen Gegend gesehen, es war nur eine Wiese, die hatte schon da einen Teich oder sowas. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Also sind wir weitergefahren und jetzt sind wir plötzlich mitten in einer richtig coolen Landschaft. Weiterfahrt brachte uns wieder zu tollen Schauplätzen. Und nun stehen wir in einem Teich. Es war noch sehr warm. Wir stehen brav auf dem Parkplatz, denn da vorne beginnt ein Naturschutzgebiet. So, wir stehen an einem großen Teich, so heißt das Ding. Und es ist wunderschön. Ich hoffe, wir können da durchgehen und gehen mal jetzt spazieren.
sind wir unterwegs, ist die Sonne weg, aber es ist trotzdem schön, nur nicht mehr warm. Bei offener Tür werfen wir unser Raclette an und speisen mit Kranichen, Silbereiern und Rehen. Als Dessert gibt es hinter uns einen gigantischen Regenbogen. Also wir stehen am Ende dieses Regenbogens und haben wohl ganz viel Glück. Oh mein Gott, der Regen ist nicht bei uns vorbeigekommen bis jetzt. Bei uns sind Rehe, Silberreihe, Kraniche vorbeigekommen. Oh hey. Einen schönen guten Morgen. Wir haben eine ruhige Nacht hinter uns. Es war sehr schön, da hinten ist dieser Teich. See eigentlich schon. Und ja, die Sonne kommt jetzt endlich ein bisschen raus. Aber es war das erste Mal, dass wir nicht in der Früh gleich mal die Heizung angeschmissen haben. Damit wir überhaupt so. Ja, es war also ein bisschen wärmer wie die letzten Nächte. Und wir gehen jetzt einfach mal vielleicht hier lang. Da rennen lauter Häschen um. Jetzt kommt es wieder raus. Ist ja süß. Die kamen ja auf uns zugerannt. Ja, ist das voll cool. Ja, Pidi, du bleibst an der Leine. Gerade wurde es laut. Die Kraniche haben sich regelrecht angemeldet. Sie haben laut geschrien, dass sie jetzt da sind. Schau, da sind sie. Der Tag beginnt, so wie er aufgehört hat. Wir sehen ein Reh und dazu jede Menge Hasen und mit lautem Geschrei landen wieder zwei Kraniche. Piti ist das Leben auf der Wiese zu suspekt und sie geht dann lieber durch den Wald. Ein ganz klein wenig schaut die Sonne raus. Wie
Wüste.